Hallo zusammen, es ist Dienstag, der 2. August. Es ist super früh, 5.27 Uhr. In diesem Clip geht es um die Nasdaq. Und ich fange mit euch direkt an mit der Nasdaq in der Woche. Das hier ist der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Und ich hatte ja neulich gesagt, wünscht euch was. Und da war eine Geschichte, dass ich gewünscht würde, wie findet man Widerstände und Unterstützung. Und das will ich gleich mal nehmen, um zumindest mal so einen Teilbereich dazu zeigen. Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, um das alles, ich lasse das nochmal weiter drin stehen, ich brauche ein bisschen Zeit, um das alles jetzt mal zu ordnen und zu schauen, was ich wann, wo, wie mache. Aber ich habe da schon einen gewissen Fokus drauf gefunden. Und da ich Ende nächster Woche in Urlaub gehe, gibt mir also Zeit bis Anfang September und dann fange ich an, diese Filme zu drehen über eure Wünsche. Und jetzt nur ganz kurz eine Geschichte. Und zwar zu den Fibos. Ich spiele mit den Fibos. Ja, jeder sieht, also Fibos ist so eine Geschichte, das ist sehr interpretationsfreudig. Ich selbst spiele damit, ich zeige das immer in den Filmen, wie ich das mache. Und hier kommt jetzt eine Geschichte, die ich echt interessant finde. Nochmal, das ist der Wochenchart. Ich habe die schwarzen Fibos gezogen von diesem letzten Zwischenhoch. Das hatten wir hier am 28.03. Und habe sie runtergezogen und hier liegen halt dann 38er, 50er. Wir waren per gestern, wir werden es gleich im Tageschart besser sehen, in der Nähe des 50ers. Das an sich ist mal ganz interessant, aber und jetzt ziehe ich diese Fibos mal hier vom Hoch und lege die drüber und mache die blau, damit man die unterscheiden kann. Mache es auch ein bisschen stärker auf 3. Auffallend ist, von der kürzeren Bewegung waren wir gestern am 50er. Von der längeren Bewegung hier vom November letzten Jahres ist es das 38er. Das heißt, hier entsteht jetzt so eine Zone, die eine größere Wichtigkeit hat. Ich sage das immer so, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr handelt nicht gegen Menschen, sondern auch gegen Maschinen und zwar immer mehr Algorithmen und so weiter. Und diese Algorithmen, wenn die sowas hier finden, ein Cluster, also eine Zusammensetzung aus dem kurzen und dem langen Bereich hier, was ziemlich eng beieinander liegt, das nehmen die ernst, da reagieren die, da werden die wach, da leuchtet irgendwo eine Lampe auf. Und das ist so eine Geschichte. 13.208 vom langen und 13.152 von den kurzen Fibos. Das wäre sowas. Ganz kurz mal auf die Technik geschaut. Wir sind über der 20-Wochen-Linie. Ganz leicht. Wir gelten als unwesentlich überkauft über den Oszillator, sind noch positiv MACD. Gefällt mir grundsätzlich. Aber wir haben jetzt auch eine ordentliche Strecke hinter uns, hier von 11.033 bis zu rund 13.000. Der hat sich eine Pause verdient. Jetzt gehe ich mal mit euch auf den Tag, da sieht man manches ein bisschen besser. Ich nehme jetzt mal die blauen Freunde raus. Wir wissen, dass wir jetzt also hier so eine Zone haben. Ich kann die ja mal ein bisschen schöner malen. Moment. Sagen wir mal, diese hier. So. Das ist die Zone. Jetzt nehme ich die blauen raus, damit wir nicht so viel Farben drin haben. Das ist also die Zone, die momentan für mich so zählt. Etwas oberhalb der von der 13.109 oder sagen wir hier von der 13.152 hoch bis zur 13.200. Das ist auf jeden Fall ein Widerstand. Die ganzen Zahlen sind erstmal vorbei, also die Zahlen der, wie ich sage, marktbeeinflussenden Firmen. Die waren teilweise erstaunlich gut. Amazon, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der sehr schlechten Walmart-Zahlen, das hat mich echt überrascht. Und manche waren halt nicht so toll, oder vielmehr die von Metaverse waren nicht so toll. Alles andere war okay. Ich fand es sogar überraschend gut, muss ich wirklich sagen. Da kommt jetzt erstmal nichts mehr, erstmal nichts wirklich Bewegendes. Vor dem Hintergrund ist, glaube ich, dass man die Zahlen jetzt erstmal ad acta legen kann und kann sich auf den Chart konzentrieren. Dieser Bereich um die 13.000, das ist also jetzt nicht hier durch diese beiden Zeitzonen in den Fibos, das kommt auch von hier hinten. 14.03.22, 24.02.22, diese 13.000, das ist also nicht nur eine Zahl, das ist tatsächlich echt ein Widerstand. Und der geht hoch bis zu 13.200. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob das jetzt 13.110 oder 20 oder 70 sind. Kann ich nicht. Das ist eine Zone. Was mir nicht gefällt, jetzt muss man näher ran, ist, was wir gestern gemacht haben. Wir sind Außenband raus und schließen innerhalb des Bandes.
Ja, das ist grundsätzlich negativ. Und der Freund hier ist für mich eine Art Shootingstar. Wie dem auch sei, der Markt ist ordentlich gelaufen, von der 11.030 da hoch bis zur 13.000, ich glaube 80 war das hoch. Der hat sich eine Pause verdient hier, so eine kleine Pause. Ich rede jetzt nicht von Trendumkehr oder sowas. Der hat sich eine Pause verdient, die durchaus bis hier runtergehen kann, 12.220. Im letzten Film, letzte Woche, den habe ich hier gemacht, war ich ja der Meinung, okay, der ist kurzfristig ein bisschen angeschlagen. Dann fiel er zwar am nächsten Tag nochmal, aber meine Idee war eigentlich, dass er auf die 20-Tage-Linie aufsetzt und die war unter 12.000. Das hätte ich schöner gefunden. 50 Punkte drüber hat er gedreht und macht dann hier diese 1.000-Punkte-Rallye. Ja, aber ich habe immer gesagt, eben diese Zahlen sind so wichtig und die können den Markt ganz, ganz schnell beeinflussen. Erinnert ihr euch noch an den Spread, den ich mal gesagt hatte von dem DAX gegen den Nasdaq? Da war der Unterschied, dass der DAX 2.250 Punkte höher war als der Nasdaq. Dieser Spread ist jetzt zurückgelaufen auf 500 und jetzt gucke ich gerade eben 540 Punkte. Der war sogar schon bei 450 Punkte. Ich habe die Position aufgelöst bei 1.150 Punkten. Ich war mir schon relativ sicher, dass der Spread weiter zu Ende, zu enger zusammengehen sollte. Ich habe es aber auch nicht gehalten. Ich war zufrieden, war fein für mich. Ja. Aber der ist tatsächlich jetzt wirklich nur noch 540 Punkte auseinander. Nochmal, die beiden Indizes haben nichts miteinander zu tun, gar nichts. Völlig anderer Aufbau. Aber es zeigt mir einfach, dass gerade in den letzten Wochen mehr Vertrauen in Amerika reinkam, als wir hier in Europa hatten. Das ist eigentlich alles. Ich gucke weiterhin auf diesen Spread. Ich muss sogar davon ausgehen, dass der Nasdaq in seiner absoluten Zahl bald mal wieder über dem DAX steht. Aber ich würde die Position jetzt nicht neu aufmachen. Das mache ich nicht. Wir sind von der Tagestechnik her, haben wir also, wie gesagt, diesen Widerstandsbereich hier kommen durch die verschiedenen Fibos. Wir haben hier, was mir nicht gut gefällt, einen Shootingstar, der außerhalb des Bandes war und wieder reingegangen ist. Wir gelten als doch deutlicher überkauft im kurzen Oszillator. Und das MACD ist momentan, na, ich würde mal sagen, eher neutral. Also ich muss davon ausgehen, dass wir hier den Kontakt zur 20-Tage-Linie suchen, ob wir den leicht unterbieten oder kurz vorher drehen. Da mag ich jetzt auch nicht zu sagen. Was sich da in Taiwan abspielt und warum die Frau Pelosi da unbedingt rüber muss, das muss man sich selbst fragen. Aber das ist jetzt das, worauf viele Leute schauen. Da wird also ein riesiges Manöver stattfinden. Seemanöver, und ich hoffe nicht, dass da der nächste Brennpunkt entsteht, weiß ich aber nicht. Wer keine Position hat, muss, glaube ich, momentan nicht hinterherlaufen. Sehe ich so nicht, ja. Und ich wäre tendenziell, wenn ich es mir aussuchen muss, eher short. Ich habe diese Scheine mal mitgebracht hier. Und zwar einen Call für die Watchlist. Den möchte ich jetzt noch nicht kaufen. Da möchte ich jetzt erstmal warten, wie sich der Freund hier bis Freitag entwickelt. Mit der Basis 11.921, da bin ich nicht nur unter der 20-Tage-Linie, sondern auch unter diesem letzten Zwischentief hier. Im Moment ein 13er Hebel, der wird aber wachsen, wenn das passiert, wovon ich ausgehe, dass wir hier eher mal ein bisschen Atem holen. GK808 Dora. GK808 Dora. Als Put habe ich eingenommen, der hinter der 200-Tage-Linie liegt. Die ist hier, ich dröse es mal ein bisschen auf, hinter der 200-Tage-Linie. Also, dass wir da jetzt momentan hingehen, das sehe ich nicht. Ne, das glaube ich nicht. Aber wenn der heutige Tag, heute ist Dienstag, nochmal schwächer wird und unter dieser Kerze hier liegt, muss ich davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit zunimmt und wir hier die 20-Tage-Linie sehen. Unter dieser Kerze würde heißen unter 12.720. Das ist nicht viel. Ja, das kann ganz schnell gehen. Dann wäre dieser Shootingstar hier bestätigt. Der Vorteil eines Shootingstars ist, dass er gleich den Stop mit hier liegt und er liegt beim Hoch des gestrigen Tages plus ungefähr ein halbes Prozent. Der Put, den ich da rausgesucht habe, das ist die GK396R. Wie gesagt, eine Basis von 14.174. Also es bleibt spannend, gar keine Frage. Ich gehe davon aus, dass wir erstmal eine Pause nehmen, die erfrischt. Und da muss man schauen, was sich hier in diesem Bereich hier, wie der sich da verhält. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.